Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr könnt mich wie immer hören und sehen. Das Event ist jetzt vorbei und ich gebe mal ein bisschen Feedback, wie das Ganze hier so abgelaufen ist. Eigentlich muss ich sagen, war ein ziemlich cooles Event. Hier in Heidepark Soltau. Eine ganz andere Location, als man sonst so gewohnt ist. Meistens ist ja alles eher recht modern und schickimicki gehalten. Das ist halt hier ein bisschen, wie es halt ist hier in Heidepark, ein bisschen mittelalterlich mit Schiffen und Piraten und sowas. War auf jeden Fall eine ganz interessante Mischung. Ja, was gab es hier? Es gab hier einmal zwei Module. Einmal ein Dynamik-Parcours, da konnte man ein bisschen Slalom fahren, Vollbremsung, ein bisschen Serpentin nenne ich das jetzt mal, also Mikroserpentin, Bremsen in der Kurve, um das Auto mal ein bisschen kennenzulernen. Dann hat man auch die Autos mal ein bisschen durchgetauscht. Da erzähle ich euch gleich noch was dazu, ist, was mir passiert ist. Ist ein bisschen interessant und auch sehr neugierig. Ging aber auch anderen Leuten so, aber keinem so extrem, wie es bei mir gelaufen ist. Naja, und dann eine Überlandfahrt, um das Auto mal ein bisschen kennenzulernen. Genau, wo fange ich an? Zum Dynamikparcours war eigentlich ganz cool. Es gab ein kleines Event, wo man ein bisschen hin und her fahren konnte. Und da war das so, ich hatte zuerst den XF. Ist das der hier? Muss ich schauen. Ja, das ist der XF. Das ist so die Fünferklasse. Das war der 30D, den ich hatte, glaube ich. Ja, 35D, also 6 Zylinder Diesel. Ich glaube V6, wie viel PS, weiß ich nicht. Ist dann so gewesen, erstmal kennenlernen, die Tour zweimal so gefahren und dann beim dritten Mal bin ich dann normal gefahren, dann hat es geklappt. Beim nächsten Durchgang hat das Auto gestreikt und zwar, das war dann so, ich bin ganz normal Slalom gefahren, dann danach war Vollgas, Vollbremsung. Als ich aus dem Slalom rauskam und Vollgas gegeben habe, gab es eine Elektronikfehlermeldung, dass irgendwas nicht richtig funktioniert hatte. Daraufhin hat der Wagen kein Gas mehr richtig angenommen, hat er aber hochgedreht, den Gang nicht reingemacht. Dann habe ich den Leuten da Bescheid gesagt, dann habe ich ein anderes Auto bekommen, bin dann in den F-Pace, genau, also in den Jeep, in so eingestiegen. Das war dann der 30T, also 4 Zylinder Turbomotor mit, glaube ich, 300 PS, weiß nicht, ob der auch 300 PS hat. Und ja, dann war Fahrerwechsel, danach gab es den, genau, bin ich nochmal den F-Type gefahren. Auch mal auf diesem Parcours, der fuhr sich auch echt ganz gut. Also die haben echt den ganz gut gebaut. Dafür, dass es so ein hohes, schweres Fahrzeug ist, hat er sich ganz gut gefahren. Und danach gab es nochmal einen Autotausch auf den E-Pace. E-Pace, den haben wir hier gerade gar nicht. Das ist der neue, da war ich auch bei der Vorstellung mit dabei. Der war, ist halt so ein kleiner Mini-SUV, sag ich mal so, auf Größe Q3. Und da muss ich sagen, der war auf Winterreifen. Ich bin das Ding gefahren. Wir sind mal zu zweit im Auto gefahren. Der andere, der gefahren ist, meinte auch, oh, der wankt ganz schön und sowas. Und ich bin da ganz normal damit gefahren, wie ich das eigentlich von den anderen Autos erwartet hätte. Und ja, weil er Winterreifen drauf hatte und die waren anscheinend auch nicht richtig warm gefahren. Slalom 1, 2 und dann hat er sich hochgependelt. Dann ist er mir ausgebrochen, ein Stück über den Grünstreifen. Hab den dann wieder eingefangen, hab dann eine Pylone weggeballert. Und dachte ich mir so, huch, was ist denn hier gerade passiert? Also total krass, dann auch die Instructor so, was geht denn hier ab? Du fährst jetzt kein Stück mehr weiter so, oder vorsichtig weiter. Nope. Ich war negativ überrascht, muss ich sagen, ganz ehrlich, weil das Fahrzeug, da habe ich mich auch mit anderen Leuten, die hier waren, unterhalten. Die meinten auch alle, der E-Pace ist nichts, der fährt sich echt scheiße. Also was die da fahrwerkskomponentenmäßig gemacht haben, weiß keiner, aber das haben die nicht gut hinbekommen. Das haben noch, wie gesagt, 3 oder 4 Leute haben mir das gesagt, dass sie den auch überhaupt nicht gut fanden vom Fahrverhalten auf dem Dynamikparcours. Also ging es nicht mir so, dass ich den jetzt da so scheiße fand, aber bei mir war es einfach, sag ich mal, am deutlichsten zu sehen, weil ich da halt ein bisschen sportlich rangegangen bin an die Sache. Ist im Endeffekt zwar nichts passiert, so, wieso auch, ist ja ein Verkehrsübungsplatz, dazu sind diese Plätze ja eigentlich auch da, dass man sich da ein bisschen ausprobiert. Aber im Großen und Ganzen war das schon, ja, ist halt eine Erfahrung, was die eigentlich auch haben wollen, ne? Aber die Erfahrung war so, dass ich echt überrascht war, dass der Wagen so wenig Grip hat, so viel aufschaukelnd agiert hat und extrem undynamisch zu fahren war, würde ich tatsächlich mal sagen. Das war wirklich eine negative Überraschung für mich. Danach durfte ich dann auch da nicht weiterfahren. Nope. Die meinten halt so, ich habe mit den Leuten geredet, meinten so, ja, keine Ahnung, was ist denn hier los, Winterreifen drauf, also ich meine nicht, was hier los, aber ich meine so, ja, ey, ich bin jetzt nicht unerfahren oder sowas, aber der hat Winterreifen drauf und irgendwie bin ich nicht mit dem anders gefahren als mit dem F-Pace, wo ich noch nicht mal am Limit war, irgendwie ansatzweise. Und da hat sich dann halt das schon so als Ergebnis herauskristallisiert. Und dann meinen die auch so, du, ich bin Rennfahrer,
Kein Ding, alles gut, aber heute ist Tag 1. Wir müssen halt zusehen, dass wir das die nächsten 3 Tage auch noch durchhalten. Und dann können wir uns nicht so viel Verschleiß an den Autos leisten. Und meinte ich, nö, alles okay, kann ich auch verstehen, dass ihr euren Job machen müsst. Und dass ihr darauf achten müsst, dass auch hier keine Spinner kommen, die irgendwie hier nur am Vollgas geben sind. Wie gesagt, Gras bin ich nicht, so wie kann man denn auch. Und das war einfach nur komisch. Das komische Fahrwerk des Autos in Verbindung mit den Winterreifen, was ich dann danach hineingesehen habe. Im Prinzip als Lehre würde ich mal sagen, wenn ihr ein Auto fahrt und denkt, es fährt wie das andere, geht davon aus, dass es nicht wie ein anderes Auto fährt. Allein die Reifen und sonst was hat mega Einfluss auf das Ganze und wie das Auto sich fährt. Von daher immer herantasten. Das habe ich nämlich in dem Moment nicht gemacht. Und ich denke mal, das war auch der Fehler. Ja. Danach gab es Überlandfahrt. Da hatte ich, den gibt es jetzt gerade nicht hier, den hier, den XE, den wollte ich auch fahren. Den ist die Dreiergröße. Als, ne, das ist ja alles Diesel. Als 30T, das ist ein Vierzylinder mit 300 PS, 8-Gang-Automatik von ZF. Das ist auf jeden Fall ein ganz schickes Auto. Ich mag die Innenausstattung, die Verarbeitung von den Autos ist echt halt mega gut. Also ich kenne viele Autos, bin auch schon viele Autos gefahren und ich muss sagen, Jaguar ist echt weit vorne dabei. Auf den neuen Dreier bin ich gespannt, wie der aussieht. Mercedes C-Klasse feiere ich nicht so. Alle sagen immer, Mercedes ist so toll, aber ich finde die Dreier jetzt nicht so wertig. Die C-Klassen jetzt nicht so wertig. Aber den Dreier, die aktuelle Dreierreihe, finde ich auch nicht so wertig. Also da finde ich einen Jaguar oder einen Volvo aktuell von der Qualität, die sie bieten, fast besser. Ja, das mal so dahingestellt. Ein bisschen Erfahrung. Ich habe ein kleines Video erstellt, wie ich während der Fahrt was erzähle. Das werde ich dann wahrscheinlich nochmal einblenden oder jetzt kommt das. Und dann nehme ich euch mal ein bisschen mit und erzähle euch dann, wie mein Eindruck ist während der Fahrt, wie das schaltet, wie das Getriebe funktioniert, wie ich das Fahrwerk so empfinde, wie das ganze Auto so auf mich wirkt. Dann nehme ich euch mal ein bisschen an die Hand. Das ist auch nochmal ein kurzes Video. Und das blende ich jetzt mal ein. Jo, Leute! Was geht ab? Ich sitze hier im Jaguar XES 30T ist das. Ich glaube 300 PS soll er haben mit 4-Zylinder-Turboaufladung. Ich kenne noch den XES mit dem V6er Kompressor mit 340 PS. Auch verschiedene Modelle, da erzähle ich euch aber gleich noch was zu. Erstmal zu dem Wagen, also Ausstattung, so Jaguar typisch auf sehr hohem Niveau, finde ich echt geil. Und jetzt aber mal so zum reinen Fahrfeeling, was ich hier so habe, ist einfach, er liegt gut auf der Straße, soundmäßig, naja, wenn man halt einen Performance-Endschalldämpfer hat und einen reinen Sechszylinder als Sauger, ist es halt immer eine starke Unterscheidung, die man so führt. Gerade jetzt auch für Schaltung, Automatik. Automatikgetriebe arbeitet, finde ich, ganz gut. Das ist eine 8-Gang ZF-Automatik hier drin. Gangwechsel sind sehr weich, also auch ganz angenehmes Fahren ist hier möglich mit dem Ding. Und wenn ich mal gucke, 8er Gang, 100 km/h bei unter 2800-900 Umdrehungen. Das ist auf jeden Fall schon, wenn man unterwegs ist, glaube ich, recht spritsparsam, wenn man das denn machen will. Jetzt fahre ich 2000 Umdrehungen bei 112 im 8. Gang. Ist eigentlich ganz nett. Soundmäßig haben sie den sehr dezent gehalten. Das ist, glaube ich, ein Soundgenerator hier mit drin. Also ich bin nicht informiert, muss ich sagen. Ich bin einfach hier heute hingefahren. Ihr kriegt auch mal so die Eindrücke mit, die ich hier gerade so erlebe. Kurvenverhalten von dem Ding ist aber sehr geil. Also war eben eine Kurve, die ich gefahren bin. Und das Verhalten, wie der Wagen auf der Straße liegt, ist wirklich gut. Also das Fahrverhalten und die Straßenlage von dem Fahrzeug ist echt fantastisch. Das merkt man auch bei höheren Geschwindigkeiten, dass der sehr satt liegt, dass das arbeitet. Man merkt auch sehr gut, wie das Fahrwerk arbeitet. Wir hatten eben Dynamikteil, da bin ich das Auto gefahren. Dann bin ich andere Autos gefahren, dann kann ich gleich mal zu erzählen. Das war ganz lustig, aber nicht so ganz günstig gelaufen, die ganze Nummer. Ja, ansonsten finde ich es auch immer ganz interessant, wie ein Auto fährt im Normalbetrieb. Also nicht immer nur am Ballern und am Racen, sondern wenn man ganz normal irgendwie fährt. Und wie das Gefühl zum Auto ist, wie der Bremspunkt ist, wie es sich lenken lässt.
Und das ist eigentlich ein sehr angenehmes und sehr komfortables Fahren. Wenn man normal fährt, hängt er gut am Gas, spritzig. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass sich das untermotorisiert anfühlt. Der Motor ist nicht unangenehm laut oder präsent. Es ist einfach ein nettes, sagen wir mal, Begleitgeräusch. Und machen wir hier den Race-Modus aus und gehen wir hier in den Normal-Modus. Es hat auch hier das Display geändert von Rot auf Blau. Film da mal hin, Schatz. Ja, wenn es Dynamik-Modus hat, dann ändert er es hier alles ein bisschen um. Ich glaube, Öko brauche ich nicht. Ich finde es auch immer sehr interessant, bei Automatikfahrzeugen gerade herauszufinden, wie logisch die Automatik dich als Fahrer versteht. Das kennt man bei einigen Autos, zum Beispiel zu den USA waren, wenn die Ford Mustang, der hat die ganze Zeit nur die Gänge durchsortiert, immer nach hinten, also immer zum höchsten Gang, um die niedrigste Drehzahl zu fahren, was total unangenehm war, wenn man mal überholen will, so wie wir jetzt gleich auch machen müssen, mal hier im Traktor. Wie die Automatik so an sich arbeitet, also ob die den Fahrer und die Gaspedalstellung, die du eigentlich gerade willst, versteht. Und das jetzt auch nicht immer im Sportbetrieb, sondern jetzt im Normalbetrieb, wie ich ihn gerade habe. Ja, das heißt, frei kann in Ruhe geholt werden. Und dreh mal ein bisschen rein. Schaltet schnell hoch. Und lässt den Gang aber auch verhältnismäßig lange drin, also, dass man trotzdem, wenn man ein bisschen am Gaspedal bleibt oder ihn halt vorstellt, was man in den USA immer machen musste, einmal voll reintreten, damit er die Drehzahl erhöht. Aber da merkt man jetzt eben, als ich reingetreten habe, dass da ein ziemlich großes Lag ist, weil der Turbo noch nicht die Leistung hat. Der Gang weiß noch nicht so genau, wie ihn sortieren will. Das merken wir vielleicht auch an der Kameraführung, wie ich tritt voll rein, wie Ami erstmal. Ich muss mal beschreiben, wie ich mein Gaspedal trete. Und dann könnt ihr gucken, wann Ami sich bewegt. Das ist ja ganz, ganz interessant. Stell mal vor. Er ist hier gerade 50, ein bisschen schwer. Was filmst du? Ich filmst gerade gar nichts, oder? Da, hier, achso, dein Gaspedal. Ja, pass auf, machen wir mal hier. Machen wir gleich nochmal, wenn wir ein bisschen schneller fahren können. Das ist hier normal alltäglicher Gebrauch. Auch Straßenlage von dem Ding ist echt geil. Also, wankt ein bisschen, aber liegt schon gut auf der Straße. So, jetzt hier, jetzt machen wir das mal. Jetzt fahre ich so 60. Jetzt tritt ich jetzt rein. Das ist okay. Wenn ich jetzt mal, jetzt fahre ich mal so 80. Auf. Aber hält die Drehzahl noch bei 3,5, das ist ganz gut. Dann stelle ich ihn mal vor. 4,5. Jetzt tritt ich rein. Und da wollte ich schon wieder zurücksortieren. Das ist ein bisschen mal einmal vorladen. Jetzt rein. Das finde ich braucht schon einen Moment, bis er dann die Leistung auch wirklich abruft. Ich finde, der fühlt sich gar nicht so kräftig an. Ne? Von den, wenn ich jetzt voll reintrete. Guck mal, Schatz. Wie man in Sitz geht. Also finde ich jetzt, weiß ich nicht. Fühlt sich sogar auf, er fühlt sich da krasser an. Ja. Oh, er muss arbeiten im Auto. Volle Pulle. Okay, ist voll im Ende. 1, 2, 3.
jetzt hier im Normalmodus gefahren gerade. Irgendwie auf Dynamik. Läuft? Mhm. Oh, geil. Ah, er hat sowieso einen Race-Modus mit drin. Das mag ich ja, wenn Autos das machen, auch mit Automatikgetriebe, dass sie den Gang komplett im Begrenzer reinhauen. Das machst du nur, wenn alle Helfer aus sind und im Race-Modus ist. Eben hatte ich ja Helfer eingeschränkt aus und im Race-Modus drin hat er das nicht gemacht. So, und da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, was ihr eben gesehen habt und konnte so ein bisschen den Eindruck erfahren, den ich da hatte. Interessant ist, wie gesagt, kurz gefasst, Vierzylinder-Sound ist halt eher auf Komfort getrimmt. Ich habe da auch mit einem gesprochen, der meinte, ja, die sind nicht auf Krawall gebürstet, sondern einfach, die sollen gut motorisiert sein, aber jetzt nicht zum richtig durchballern. Von daher, ausreichend motorisiert ist das Ding, fährt sich sehr ruhig, fährt sich sehr angenehm, genug Schub hat er auch. Automatik arbeitet ganz gut, Verarbeitung ist sehr gut, aber wenn man so richtig Action will und ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet ist oder einfach ein bisschen mehr Fahrspaß haben will, dann sind die Dinger jetzt, würde ich mal sagen, in der Motorisierung jetzt nicht so ganz dafür geeignet. Wobei ich aber echt sagen muss, da muss ich echt ein großes Lob aussprechen für an Jaguar, und zwar, die haben echt fantastische Fahrwerke. Also die Aufstellung, wie das Auto liegt in der Kurve beim Schnellfahren, das machen die richtig gut. Das machen die wirklich richtig gut. Und ganz großes Lob an die Motoren, da können sie auch nichts für, dass die Emotionen so scheiße sind. Da sind alle gerade am Struggle mit ihren mit ihren Vierzylindern und Turboaufladung, dass sie das alle versuchen, so gut wie möglich zu regeln. Ich habe gerade den Arm gewechselt, der wird nämlich gerade schwer. Oder verdecke ich den Bildschirm. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, war ein cooles Event, hat Spaß gemacht, auch wenn ich dann irgendwann nicht mehr fahren durfte. Aber das waren eigentlich eine Tour oder zwei Touren. Also das verkrafte ich schon. Nimmt auf jeden Fall die Lehre mit, die ich jetzt hier mitgemacht habe. Also erwarte nicht, dass jedes Auto sich gleich fährt, auch wenn es eigentlich anders erwartet wurde. Und ja, fahrt immer vorsichtig. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick hier gefallen. Im Anschluss poste ich noch mal ein bisschen meine Instagram-Story hier rein. Hier im Hintergrund hört ihr die Leute schreien vom Freizeitpark. Eine Sache will ich noch mal anhängen, und zwar, da würde ich gerne mal wissen, ob ihr irgendwelche Erfahrungen schon mal gemacht habt mit irgendeinem Abflug, weil ihr zu schnell gefahren seid, oder ob ihr auf dem Verkehrsübungsplatz schon mal unterwegs war und euch da irgendwas passiert ist, wo ihr dachtet, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Interessiert mich derbe, ob ich der Einzige bin, dem sowas passiert ist, oder ob ihr da auch schon mal Erfahrungen gesammelt habt. Also schreibt gerne in die Kommentare, das würde mich hoch interessieren. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Channel und hoffentlich bis bald. Also, ich bin raus. Tschüss. Moin Leute, was geht ab? Ich bin heute bei einem Jaguar-Event. Und zwar nennt sich das Ganze hier die Jaguar Art of Performance Tour. Wir sind gerade hier in Heidepark Soltau und ich bin gespannt, was uns heute hier erwartet. Genau, wir sind jetzt gerade angekommen. Wetter wunderschön. Und gucken wir mal, was uns hier heute erwartet. Ein bisschen hier Slalom fahren wird wahrscheinlich kommen. Und was sonst, weiß ich nicht. Lass uns mal überraschen. Ein bisschen Food. Hoffen wir mal. Und kein Achterbahnfahren hier. Jojo Leute, so, jetzt haben wir eine kleine Überlandfahrt. Ich zeige das einmal. Ich habe mir einen XE geschnappt, den 30 Vierzylinder. Nein, mit 300 PS glaube ich. Bin gespannt, wie das Ganze sich fahren wird. Eben hatten wir einen dynamischen Teil. Aber da werde ich noch ein bisschen was. Meint ihr mich? Werde ich noch ein bisschen was zu erzählen später. Jetzt ist er mal on Tour, macht Ami, glaube ich, noch gleich ein paar Videos. Da ist sie auch im Start. Tier. Passend zur Lederstattung, die Handtasche hier, die Rucksack. Genau. Mal gucken, wie das Ganze hier klingt und ja, ob er Soundgenerator drin hat, wie der Sound sich entwickeln wird und so weiter und so fort. Gibt es da ein paar kleine Eindrücke hier? Soundcheck. Na. Yeah.
Gegen Ende nochmal die Soundvergleich von meinem Auto. Ich habe auf der Autobahn ein bisschen Gas gegeben. Ami hat da ein bisschen das Mikro leider zugehalten, aber das kann man es hier nicht für auf dieser Auto.